So Leute, herzlich willkommen zum zweiten Zweitligaspiel der Metze Power League 2. Mit dabei ist der Ending, der seine Mannschaft aus dem Let's Play spielt. Genau, und zwar Exeter City. Ja, wir haben es vorher schon angesprochen. Lincoln City hat es vorgemacht. Ist hier auch Chicago Fire in der Favoritenrolle oder eher... Oh, oder eher Exeter? Ja, für mich halt wirklich schwer einzuschätzen. Von den Namen her natürlich Chicago Fire. Jetzt man Schweinsteiger zum Beispiel einer, der Name Deleuve. Oh, aber. Oh, Taylor. Oh. Meckerlinden. Oh. Ja, Meckerlinden, ein ganz besonderer Spieler bei mir. Exeter City, mein Lieblingsspieler. Okay. Mit Taylor gemeinsam. War der von Anfang an dabei? Genau, Taylor und Meckerlinden waren von Anfang an dabei. Taylor ist seit Anfang an noch dabei. Meckerlinden hat sich kurz verabschiedet. Und den habe ich dann wieder zurückgeholt. Ah, der wollte nicht mehr. Na, oh ja. Aber ich habe ihn dann verkauft. Also das war dann so, wo du hast Stars kaufen können, erste Liga, du brauchst die alten nicht mehr. Mhm. Und ich habe dann Stürmerprobleme gehabt und habe gewusst, er hat funktioniert und da steht es! 1:0. Wuchsi. Stockley! Ja, und jetzt hat den Spieler jetzt auch wieder bei mir. Aber Taylor ist der Kapitän gewesen, die ersten 4 Saisonen, glaube ich. Und hat 300 Spiele oder schon absolviert. Das ist nicht schlecht. Das Exeter-Legende. Drum logischerweise hier auch mit der Kapitänsschlaffe. Ja, Wuxi, das ist mein Hurenbohren, das haben wir, glaube ich, noch nicht erklärt eigentlich, oder? Nein, haben wir noch nicht. Nachdem Hurenbohren bei beiden Vereinen gespielt hat und logischerweise nur einer den kriegen kann. Und Ending mir den dankenswerterweise überlassen hat. Genau. Habe ich einen auch in der chinesischen Liga gesucht, einen ähnlich starken. Ich glaube, er ist um 2 schwächer, glaube ich, jetzt. Aber bin ich zufrieden mit Wuxi. Boah, aber... Ja, aber Exeter macht bislang das Spiel, das gefällt mir. Oh, Alter, McCarthy, warum gibst du nicht gleich weiter, Alter? Das oh, der war zu fest. Ja, sie stören früh, attackieren schnell, pressen. Warte, ich hab da keinen Meter noch dabei. Nein! Ah, schön. Schön. Ja, Nikolic, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht warum, aber... Ist jetzt ein, oh, kein A-Spieler, sage ich mal, aber trotzdem irgendwie einer, der immer irgendwo dabei ist.
Ja, den Löw, den kennt man sowieso. Edwards. Ja, der hat jetzt hier gut aufgezeigt. Auch hart an der Grenze eigentlich. Ja, ein Schweinsteiger fault man nicht so. Oh. Ah, der war ganz schlecht. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Oh, schade. Ja, man kann hier nicht zufrieden sein. Wundert mich aber trotzdem so viel Ballbesitz eigentlich. Überrascht mich jetzt ein bisschen sogar. Ja, man bringt Genau. einen Neuzugang rein. Und den kennt ihr noch nicht. Der absolviert jetzt sein erstes Spiel und ein neuer Stürmer wird auch kommen. So, schauen wir mal, ob das so geht. Ja, man hat der Löw zum Kapitän gemacht. Hat aber bis jetzt wenig aufgezeigt. Puh, das war auch sehr hart. Nein. Da ist ein Neuzugang, den ihr noch nicht kennt, groß. Der kleine Bruder, gell? Genau, Felix. Ja, Schweinsteiger hat schon mit seinem großen Bruder zusammengespielt. Schlechter Pass. Alter, ihr braucht sie nicht aufrücken, habt ihr recht. Ganz wichtig. Ja, da ist schön, komm. Ja, ganz wichtig. So, und er ist auch noch Prevlak im Spiel jetzt. Von der ersten Liga quasi in die zweite gewandert von Salzburg. Mal spielen. Oh, schön. Okay, du wolltest ihn direkt nehmen. Oh, was war das jetzt heute? Ah, der Edwards, da fällt mir auch gerade auf in der Partie. Ja. Obwohl er, glaube ich, zuerst auf der anderen Seite gespielt hat. Genau, Positionstausch aufgrund eines Wechsels. Weil jetzt hast du auch unten gespielt, drum ist mir das aufgefallen. Der war zu gut, um ihn. Oh, schade. Um ihn rauszugeben.
Weil Mehmedi hat hier Platz gemacht. Na gut. Mit Zeit für noch einen neuen, okay, Mann, der sich habe ich ehrlich noch nicht in die Startaufstellung. Wie bei Exeter City tragen Tradition, man muss sich in die Startelf kämpfen. Probieren wir es so. So, Doppelwechsel. Ja, eine Stärke, und das hat mir wirklich das Leben gerettet, war der Aufstieg in die erste Liga, meine Standards mit Exeter City. 60% aller Tore sind nur durch Ecken oder Freistöße und Edwards. Das war aber abseits, glaube ich, oder? Oh war ja, die Fahne ist oben, die Fahne ist oben, aber er jubelt und Scheiße. Nein, jetzt ist er unterbrochen worden. Ah, das hätte, also gerade er hätte sich das verdient gehabt eigentlich. Ah, oh, schön. Oh. Na, zweite Halbzeit ist schon ausgeglichen eigentlich. Ich sage mal, der Trainer von Chicago ist ein Optimist. Sollten sie absteigen, ist 80er frei. Oh, das war jetzt aber schön. Da war aber der Winkel jetzt schon zu spitz. Hätte er sich verdient gehabt, das Tor, aber Nikolic macht's. Ja, dann Assist ist auch nicht so schlecht. Ja, eh. Teamarbeit ist hier. Und auch ein verdienter Ausgleich. Jetzt hast du doch mehr Chicago Fire aufs Tor gespielt. So, und Felipe Perez. Der musste hier von den Sternen ordentlich aufgehört haben. Ja, ich glaube, der war sogar ausschlaggebend, dass der dann einen halben Stern mehr gehabt haben. Na, yes! Gekommen, Alter! Gekommen, Alter, du Wappler! Alter! Ich habe mal einen Punkt gezeigt, oder? Er hat einen Punkt gezeigt. Ja, kann drinnen gewesen sein. War jetzt ziemlich schnell. Nein! Nein. Taylor! Nein, der geht drüber. Yes! Also vom 18er auf 19er ist extrem schwierig, beim Elfer zu schießen, finde ich. Machen wir es halt außerhalb vom Strafraum, gell? Kappelhofer. Der ist auch sehr auffällig, der ist auch oft am Ball gewesen. Wobei das nichts Gutes heißt, weil ich glaube, der ist Verteidiger.
Ah, schade, Perez. Oh. So, nochmal Taylor. Alter. Okay, dann gibt nochmal Freistoß. Na, ja, wäre super. Drei Freistöße rausgeholt. Ja. Na, da war nix. Da war nix. Ja, ein gerechtes Unentschieden nach 90 Minuten gesehen. Oh. Ja, das gibt es. Freistoß auf der anderen Seite. Und gerecht. Ja, gerecht ist so eine Sache. Oh, jetzt habe ich weiter drückt. Bitte nicht weiter drücken. Ich finde, Exeter hätte es sich mehr verdient. Ehrlich gesagt, so wie Chicago in der ersten Halbzeit aufgetreten ist. Ja, aber für die zweite Halbzeit war besser von Chicago. Ja, ihr habt eh schon genommen, Nikolic. Nemanja hat er geheißen. So, vielleicht sehen wir hier die Highlights, ja. Jedenfalls starkes Auftreten von Exeter. Ich glaube, wir sind überhaupt gespannt, wo sich hier die beiden Viertligisten einreihen werden. Genau, ja. Exeter und Linking City. Mit dem Ausstieg muss ich ehrlich sagen, rechne ich nicht. Also. Nein, oh, Entschuldigung. Überhaupt nicht. Jetzt habe ich angekommen. Was denn? Angekommen. Jetzt geht's aber anscheinend wieder. Wuxi. Ja, und dann hat man schon die Chicago-Aktion, das Abseitstor. Da war es Nikolic auf Edwards, glaube ich, ja? 11 ist Nikolic. Ja. Da habe ich spät gesehen, dass er im Abseits war. Ja, aber dann hat er sich bedankt, Edwards, für diesen Pass. Genau hier. Nein, Nikolic ist doch nicht 11. Ja, das ist der Ausgleich. Da feiern sie sich. Ja, es ist natürlich dabei geblieben, aber dann hat er noch viel geschwitzt. Genau, 1 Elfmeter, dann diese Chance von Pires, die aber doch deutlich übers Tor ging. Ja, Taylor. Sonst ein ganz sicherer Freistoßschütze. Aber war der 11. Elfmeter, vielleicht deswegen nervös, neue Liga. Ja, Pires wurde noch ordentlich abgeklopft. Wie wir hier sehen. Nochmal. Lustig ist, dass er die Nummer 27 bei mir auch gehabt hat, zufällig. Achso? Ja. Na gut, Leute. Chicago, das war's. Exeter 1:1. Wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Nächsten Spiel. Haut rein. Ciao. Ciao.